Es war einmal ein dummer Hans, der konnte nichts richtig machen, bis er seine Freundin an eine Leine bindet und sie davonläuft. Grüß Gott, meine Lieblingskinder, heute erzähle ich euch das Märchen vom gescheiten Hans. Wohin, Hans? Zur Gretel. Mach's gut, Hans. Werd's schon gut machen. Adios, Mutter. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts. Mir nichts gegeben. Gretel schenkt dem Hans eine Nadel. Adios, Gretel. Adios, Hans. Hans nimmt die Nadel und steckt sie in einen Heuwagen und geht hinterher nach Haus. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel. Was hast du gebracht? Nichts gebracht, gegeben hat. Was hat sie dir gegeben? Nadel gegeben. Wo hast du die Nadel, Hans? In Heuwagen gesteckt. Das hast du dumm gemacht. Du musst sie an den Ärmel stecken. Tut nichts. Besser machen. Wohin, Hans? Zur Gretel. Mach's gut, Hans. Werd's schon gut machen. Adios, Mutter. Hans kommt zur Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts. Mir nichts gegeben. Gretel schenkt dem Hans ein Messer. Adios, Gretel. Adios, Hans. Hans nimmt das Messer, steckt's an den Ärmel und geht nach Haus. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht, gegeben hat. Was hat sie dir gegeben? Messer gegeben. Wo hast du das Messer, Hans? In den Ärmel gesteckt. Das hast du dumm gemacht. Du musst es in die Tasche stecken. Tut nichts. Besser machen. Wohin, Hans? Zur Gretel. Mach's gut, Hans. Werd's schon gut machen. Adios, Mutter. Hans kommt zur Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts. Mir nichts gegeben. Gretel schenkt dem Hans eine junge Ziege. Adios, Gretel. Adios, Hans. Hans nimmt die Ziege, bindet ihr die Beine und steckt sie in die Tasche. Wie er nach Hause kommt, ist sie erstickt. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht, gegeben hat. Was hat sie dir gegeben? Ziege gegeben. Wo hast du die Ziege, Hans? In die Tasche gesteckt. Das hast du dumm gemacht, Hans. Du musst sie an ein Seil binden. Tut nichts. Besser machen. Wohin, Hans? Zur Gretel. Mach's gut, Hans. Werd's schon gut machen. Adios, Mutter. Hans kommt zur Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts. Mir nichts gegeben. Gretel schenkt dem Hans ein Stück Speck. Hans bindet den Speck an ein Seil und schleift ihn hinter sich. Die Hunde kommen und fressen es ab. Wie er nach Hause kommt, ist das Seil leer. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht, gegeben hat. Was hat sie dir gegeben? Stück Speck gegeben. Wo hast du den Speck, Hans? Ans Seil gebunden, heimgeführt, fortgewesen. Das hast du dumm gemacht, Hans. Du musst ihn auf dem Kopf tragen. Tut nichts, besser machen. Wohin, Hans? Zur Gretel. Mach's gut, Hans. Werd's schon gut machen. Adios, Mutter. Hans kommt zur Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts. Mir nichts gegeben.
Gretel schenkt dem Hans ein Kalb. Hans setzt es auf den Kopf und es zertritt ihm das Gesicht. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht, gegeben hat. Was hat sie dir gegeben? Kalb gegeben. Wo hast du das Kalb, Hans? Auf den Kopf gesetzt, Gesicht zertreten. Das hast du dumm gemacht, Hans. Du musst es leiten und an die Raufe stellen. Tut nichts, besser machen. Wohin, Hans? Zur Gretel. Mach's gut, Hans. Wird's schon gut machen. Adios, Mutter. Hans kommt zu Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts, mir nichts gegeben. Gretel sagt, ich will mit dir gehen. Hans bindet die Gretel an ein Seil, leitet sie, führt sie vor die Raufe und knüpft sie fest. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht, gegeben hat. Was hat sie dir gegeben? Gretel mitgegangen. Wo hast du die Gretel? Geleitet, vor die Raufe geknüpft, Gras vorgeworfen. Das hast du dumm gemacht, musst ihr die Augen freundlich zuwerfen. Tut nichts, besser machen. Hans geht in den Stall, holt sich die Augen der Kälber und der Schafe und wirft sie der Gretel ins Gesicht. Da wird Gretel bös, reißt sich los und läuft fort und ist Hans Braut gewesen. Ende der Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch mal ein dummer Hans begegnet, nehmt besser gleich Reißaus.